Hallo Leute und willkommen zurück zu Fallout Explorers. So. Ja, so weit waren wir ja schon mal. Ne? Dass wir den Zug mehr oder weniger hier schon mal wenigstens einseitig beladen. Ja, naja, so. Das. Ja, Space Engineers verwöhnt. Naja, ja. Ah, hier musste ich mal unbedingt mal ein. So, wie habe ich denn das jetzt hier überhaupt gemacht? Achso. Und dann noch ein. Das Ding hier. Das. Ja. Dann habe ich so gemacht. Mann, ey. So. So. Ja, ist natürlich jetzt wieder eine Weile her. Ne? Ist ja wieder neue Aufnahmeseason. Ja. Das sollte jetzt eigentlich dann auch funktionieren. Ist da jetzt schon 100. Ja, aber dass du das, wie gesagt, dass du das nicht hier, dass in den Containern halt trotzdem nur 100 Stacks gemacht werden. Naja. Apropos, fällt mir mal gerade so ein. Unterirdische Förderbänder. Doch, Sapli. Doch nicht. Komm wieder, Bills. Ja, könnten wir ja mal versuchen, dieses Teil hier mit unterirdischen Förderbändern zu beliefern. Was packe ich dafür raus? Erstmal das. So. Wie sieht das überhaupt aus hier? Wenn es mal hell werden würde, könnte ich auch mehr sehen. Ja, naja. Okay. Ja gut, aber das ist schon eine ganze Strecke, die dadurch gemacht wird. Ja, und hier ist wieder dasselbe Spielchen. Das ist halt nicht vernünftig passt hier. Was mache ich da? Naja,
Sie gucken. Dass ich das irgendwie anders verbinde. Aber wieso schalte ich denn andauernd hin und her? Kleines bisschen länger hätten sie ja wohl ruhig sein können, ey. Naja. Kleines bisschen länger hätten sie ja ruhig sagen können. Jetzt muss ich ganz schön stückeln, ey. Dass ich da ganz hinten bin. Naja. Was soll's? Eisenplatten. Das wird wohl halt eher das Problem werden, dass ich keine Eisenplatten mehr habe. Ach ja. Ja, vor allem, wir müssen es ja noch hier verbinden, ne? Die Container noch mit der Station verbinden. Jo, wie sieht's denn aus hier? Wenn man so richtig rumdrehen würde, dann würde es auch funktionieren. Nein. Aber wieso da jetzt angeblich? Da wo, war der so langsam beim Beladen oder was? Stehe ich jetzt nicht so ganz. Hier stimmt irgendwas nicht. Hab ich irgendeine Scheiße gebaut. Ja, habe ich Scheiße gebaut. Naja, muss ich gleich mal gucken. Aber erstmal wieder aufladen hier. Hab ich ja total Scheiße gebaut, Mann. Das ist schon scheiße, wenn man den Nugel baue, ne? Naja. So. Was habe ich denn da zurechtgebaut? Das ist totale Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Der kommt weg. Sollte eigentlich, ja, meine ich ja, sollte normalerweise funktionieren. So. Und hier müssen wir mal so einen setzen. Ja, weil sie halt nicht so ganz synchron miteinander sind, ne? Ja, aber da muss ich kurz nochmal hinten gucken. Wieso der eine Waggon da nicht vernünftig beladen wird. Ja, jedenfalls, ich habe halt vor, das hier da ganz hinten hinzuleiten. Oder ich leite das... Ja, komm, nee. Ich leite das zur Station. Zur Station ist kürzer. Aber ich denke mal, ich mache doch erstmal die... den Anschluss in die Station. Ah, jetzt will ich hier hinten noch mal kurz gucken.
Nee. Aber wieso wird er da hinten nicht vernünftig beladen? Dass das Feld leer ist, glaube ich ja eher weniger. Nee. Müssen wir kurz gucken, was hier hinten los ist. Das sind schon so viele 100er Sticks drin, ne? Kriegen die doch gar nicht so schnell raus. Naja. So. Naja. So. Ja, nee, dann fange ich jetzt erstmal an. Und mach mal die Verbindung zur Station hin. Ja, will ich mal überlegen. Aber ich denke mal, ich werde sehr wahrscheinlich wohl doch. Ja, so viel mit Condols kann ich aber auch nicht arbeiten, da ich eben keine großartigen Eisenplatten mehr habe. Das ist es ja eben. Ich habe nur noch zwei Teile. Keine Inserter mehr. Nee. Naja. Ja, ich sag ja, also die kriegen diesen Waggon doch gar nicht so schnell leer, ey. Ja gut, der war ja jetzt auch die ganze Zeit nicht angeschlossen. So viel dazu. Der Waggon ist leer. Der Waggon ist auch fast leer. Beauty. Ja. Naja, komm, dann fangen wir mal an. Und er baut es schon wieder da. So, baue ich mal wieder meine Roboter. Ja. Mir fehlen normalerweise noch zwei. Nee. So, wie gesagt, ich würde die Station jetzt halt auch komplett, am besten komplett neu aufbauen. Die ganze Verteilung hier. Den auch mal weg. Ist da noch was drin? Nee. Kann auch weg. So. Naja, muss ich selber erstmal gucken, wie ich das am besten aufstelle. Puh, ich würde schon
sagen, ey. Mein Inventar war voll und das Ding ist weggebackt. Nee. Hübscher. Nee, das wollte ich eigentlich nicht wegnehmen. So, haben wir da noch irgendwas drin? Kohle haben wir da noch drin. Nehmen wir mal raus. Ich würde es wegnehmen. So. Auch weg. Auch weg. Na komm. So. Ja, das heißt von hier oben runter. Ja, ich muss selber mal erstmal gucken, wie ich das jetzt am besten lege. So. Ja. Und dann brauche ich Up Down. Ich brauche Down. Wir sind viel zu viele Scheiße im Inventar, ey. Nee. Ach, da habe ich auch noch zwei. Juti! Down. Müsste aber eigentlich richtig sein. So. Hier mehr oder weniger die erste Schmelze hin. So rum würde ich sagen. Aber nicht hier schwebend. Da so eine blöde Kurve dran bauen, nur weil das Ding nicht richtig rumgeht. Ja. Da bräuchte ich normalerweise die anderen Kurven wieder mal. Ja. Naja, Leute. Aber das soll schon wieder gewesen sein für heute.
Ne? Ja. Denk mal, dann würde ich halt im nächsten Part dann halt zusehen. Die erste Schmelze mal in Gang bringen, ne? Gucken, dass ich den Container hier irgendwie leer kriege. Nee. Muss ich irgendwo anders unterbringen, ja. Tja. Ja, Leute, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist. Falls ihr die schon immer gesucht habt, oben rechts kommt ihr zum nächsten Part. Falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3 Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1 Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360 Spiele, PlayStation 2 Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao!